Für viele Menschen ist Weihnachten, dieses Weihnachtsfest, hoch emotional. Viele erleben in dieser Zeit einen Hyperstress. Sie haben viel zu tun, vieles muss noch abgewickelt werden und sie empfinden diese Zeit als sehr schwierig. Viele Erinnerungen hängen da drin, die mit ihrer Kindheit zu tun haben und viele sind wirklich sehr emotional angegriffen. Alle Äußerlichkeiten werden dieses Gefühl nicht irgendwie abdecken, nicht gut machen, nicht genug Inhalt schaffen. Und so habe ich jetzt vor kurzem einen Bericht gelesen von einem Mann, der deutsche Wurzeln hat und der nach Amerika rübergegangen ist. Er hat dort ein Christmas Wonderland geschaffen. Dieses Unternehmen ist angewachsen zu einem der weltweit größten Institutionen, die ganzjährig Weihnachtsartikel anbietet. Tausende Lichter, tausende Parkplätze, die Menschen brauchen selbst ein Faltblatt, um sich dort zurechtzufinden. Und selbst er wurde gefragt, wie er denn Weihnachten empfindet. Und er hat gesagt, eigentlich Weihnachtsdekoration, alles was so dazugehört, wird nicht das Innere unserer Herzen erfüllen können. Nichts kann dieses Ganze, alle Lichter, alles was angeboten wird an Dekoration, auch wenn wir das schätzen und lieben, aber es kann nicht diesen inneren Hunger nach mehr erfüllen. Und ich denke das genauso. Wir brauchen in unserem Herzen eine tief eingepflanzte Wahrheit, was Weihnachten bedeutet. Ich lese in den Advents- und Weihnachtstagen immer wieder diese Texte in den Evangelien, wo darüber berichtet wird, wie Jesus geboren ist. Da heißt es, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und sie wird einen Sohn gebären. Und diesen Sohn soll sie Emmanuel nennen. Emmanuel heißt übersetzt, Gott mit uns. Gott mit uns, Gott mit dir, Gott mit mir. Das ist ein Geschenk, was Gott uns durch Jesus gegeben hat, was diese ganze innere Leere, die viele empfinden, ausgleicht. Das, was Gott uns zuspricht durch die Geburt von Jesus, ist, er ist mit uns. Gott ist mit dir auf deinem Lebensweg. Gott ist mit dir. Er stellt sich an deine Seite. Er schenkt dir Jesus in dein Herz. Er schenkt dir den Heiligen Geist in dein Herz. Und du kannst Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, ganz anders begehen, ganz anders empfinden, wenn du dich in dieser Beziehung mit Jesus wiederfindest. Ich wünsche dir, dass du Weihnachten ganz tief erlebst, dass du dich nicht an den Äußerlichkeiten allein erfreust, sondern dass du weißt, Gott ist mit mir, Jesus in mir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott hat mehr für dich.